Und vor 3 Jahren haben wir eben das bei Erbo eröffnet, das ich zusammen mit meiner Familie führe. Und dann gab es einen Architektenwettbewerb mit der Idee Baumhotel. Und die Idee dahinter ist, dass My Arbor, mein Baum, mein Urlaub in den Bäumen für jeden Gast das individuelle Urlaubskonzept. Mal das Highlight ist einerseits schon auch die Architektur. Es wurde sehr viel Holz verarbeitet, was zuerst hier im Wald stand. Und man spürt einfach die Energie auch der Bäume. Das Konzept des Hauses basiert auf 3 Säulen: Bodenständigkeit, Individualität und Freiheit. Alle Zimmer sind in dieselbe Richtung ausgerichtet. Jeder hat den tollen Panoramablick in die Berge, wacht auf mit einem schönen Sonnenaufgang, geht dann in die Natur, kommt dann nachmittags zurück, genießt den Wellnessbereich und hat dann am Abend einen kulinarischen Abschluss mit dem Wiederträumen in den Bäumen. Also die älteren Leute, die haben gesagt, ihr macht hier ein Hotel, ihr habt eigentlich den tollsten Platz, den es hier in St. André gibt. Das ist wirklich eine Verwurzelung, ein Kraftplatz. Am Abend etwas Gutes essen und ein gutes Glas Wein dazu. Wenn man ein Hotel auf gehobener Qualität machen möchte, dann ist das unabdingbar. Wir schauen viele Produkte von hier zu verwenden. Wir kombinieren Wald, Küche mit mediterrane Küche. Also die Weinkenner haben hier natürlich eine sehr große Auswahl. Wir haben ca. 370 Etiketten in unserem Weinkeller, aber wir versuchen auch ein bisschen was Spezielles zu bieten und so haben wir uns auch entschieden, das Biersortiment zu vergrößern. Also wir haben ca. 80 bis 100 Biere im Hause. Jeder Gast soll sich so wohlfühlen, wie er es mag, soll seinen Urlaub so gestalten, wie er am liebsten hat. Und wir versuchen dann mit höchstem Service darauf einzugehen und höchste Qualität zu bieten. Ich probiere das ein bisschen zu zelebrieren, wie so ein Ritual. Für mich ist wichtig, dass jeder Gast auf seinen Geschmack kommt. Und wie unterschiedlich die Gäste sind, sind auch unsere Aufgüsse. Ja, also mal die Aussicht, die wir haben, das ist ja einzigartig, so schöne Berge vor uns zu haben, die Natur und ja, viel macht aber auch immer der Gast aus, sage ich. Die Dankbarkeit, die man sieht in den Augen. Ich glaube, das ist fast mehr Licht als wie das andere.